Was geht ab YouTube? TXTX ist wieder back am Start mit einem neuen GTA 5 Money Glitch. Und zwar ist er wieder unnormal einfach. Ich weiß, ich sag's jedes Mal, aber der ist wieder so einfach. Der Glitch dauert an sich nur 1,5 Minuten und ihr kriegt so viel Geld dafür. Und auf jeden Fall würde mich das freuen, wenn ihr dazu einen Kommentar hinterlassen würdet oder abonnieren würdet für mehr solcher Videos. Und ja, wenn ihr, ja, wie gesagt, kommentieren und immer schön abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten kommt erstmal das Intro, dann hat das Video. Viel Spaß! Was ihr für den heutigen Money Glitch machen müsst, ist ganz einfach. Ihr braucht eine Garage ohne Apartment, also nur eine Garage, ganz wichtig. Und dann braucht ihr noch einen Kollegen, der euch dabei hilft. Dann holt ihr euch den Buffalo S, mit dem kriegt ihr am meisten Geld, tunt ihn dann voll auf und fahrt dann zu dieser Garage ohne Apartment. Dann bringt ihr euren Kollegen um, der schickt euch dann eine Team Deathmatch Anfrage. Und ganz wichtig ist, dass der Buffalo S natürlich vorher in eurer Garage war, ihr müsst euch den kaufen. Und dann geht ihr halt, wie ihr im Hintergrund gerade gesehen habt, dann holt ihr das Handy raus, geht auf diese Team Deathmatch Anfrage, fahrt dann auf die Garage zu und drückt dabei X und springt dann einfach nur ein bisschen weg. Und ihr müsst es gerade machen, so wie im Hintergrund. Und dann seht ihr, dass da so ein zweiter Buffalo einfach droppt, aus dem Himmel einfach so. Und dann geht ihr aus diesem Team Deathmatch raus, ihr verlasst es einfach und holt dann die Typen irgendwie aus dem Auto raus. Also ihr müsst eigentlich nur entweder einsteigen oder so, also es geht ganz einfach. Ich habe es jetzt nur hier so ein bisschen hinausgezögert. Und dann bringt ihr den Typen einfach um. Ich weiß nicht, warum das irgendwie so ein bisschen gelaggt hat im Hintergrund. Auf jeden Fall bringt ihr den Typen dann einfach um, nimmt das Auto und fahrt zu einem blauen Kreis. Zu einem x-beliebigen blauen Kreis, bin zu dem hier gefahren. Dann fahrt ihr hier so ran und steigt dann aus und klettert übers Auto in den Kreis rein. Das ist wichtig. Ihr klettert übers Auto in den Kreis rein. Euer Kollege sieht euch dabei eigentlich gar nicht. Ihr seid ja unsichtbar für ihn. Und dann sucht ihr das Auto hier, seht ihr im Hintergrund an der Straße mein eigenes Auto. Aber das suchen wir nicht. Ihr müsst auf der Map gucken, wo halt euer Auto nicht angezeigt wird. Und hier ist das. Also da ist kein Autologo und ihr habt es jetzt schon oft erfolgreich dupliziert. Und jetzt wollen wir das nur noch zur Garage bringen und dann fahrt ihr einfach in die Garage rein. Ihr seht hier links mein eigenes Auto und da, wo ich gerade drin sitze. Und so könnt ihr eurem Kollegen das Auto geben oder selber in die Garage einfach reinfahren. Der Panther und der Karin Rebell, nee, der Elegy funktionieren nicht mehr, die wurden gepatcht. Aber die beiden, dieser Buffalo funktioniert auf jeden Fall noch, das weiß ich. Und also der Buffalo S, der Buffalo funktioniert und den Rest habe ich jetzt nicht ausprobiert. Und auf jeden Fall könnt ihr einfach so euren Wagen duplizieren. Richtig einfach. Und ich habe jetzt einfach zwei Autos, also zwei Buffalo S in meiner Garage. So könnt ihr euch, also so könnt ihr den Wagen auch eurem Kollegen geben. Der kann auch einfach in die Garage reinfahren. Richtig einfach. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann kommentiert auf jeden Fall mal und schreibt es in die Kommentare. Wenn er nicht funktioniert, dann schreibt mir mal bei Skype. Mein Skype-Name steht nicht mehr in der Beschreibung. Das werde ich aber auf jeden Fall nochmal ändern. Und ansonsten, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert nicht vergessen. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.